Es sind zwar nur kleine Figuren und die Geschichte, die sie erzählen, ist so neu nicht. Es ist die von Weihnachten. Trotzdem, für viele Menschen sind Krippen neben dem Christbaum das Symbol für diesen besonderen Feiertag und haben deshalb Freunde rund um den Globus. Zusammengetragen wurde diese Ausstellung von Bartholomäus Ernst. Das Sammeln angefangen hat er im Alter von 9 Jahren mit dieser eher unscheinbaren Krippe. Es war ganz einfach so, dass ich diese Krippe entdeckt hatte und in der Familie sie auch geschätzt wurde. Man hat miteinander sie gesehen, aber keiner hatte den Mut, sie zu kaufen. Und dann bin ich still und leise hingegangen und habe sie gekauft für die Familie. Und ich hatte gerade das Geld zusammengespart für einen Mantel. Und dann war mir die Krippe einfach wertvoller und wichtiger. Bei einem Blick durch die Ausstellungsräume zeigt sich, Krippen sind nicht nur in Deutschland oder Europa verbreitet. Krippen gibt es auch in Afrika, Südamerika und Asien. Und auch wenn einige von ihnen dem Kitsch vielleicht schon zu nahe kommen, die Botschaft hinter den Figuren ist es, die sie für ihren Besitzer so bedeutsam machen. Für mich wird da frohe Botschaft sichtbar und bewegt mich. Gott wird Mensch. Und für mich ist das letzte endgültige Jahr Gottes an die Menschen. Und das ist tröstlich. Für mich ist wichtig, in meinem Berufsleben Menschen zu sagen, du bist geliebt. Und Weihnachten ist, wir nennen das Fest der Liebe. Und ich finde, es ist schön, dass die Menschen dies auch noch empfinden. Eine ganz spezielle Krippe bekommen wir dann noch am Schluss zu Gesicht. Diese Krippe hat ein französischer Gefängnisinsasse aus Kernseife geschnitzt. Dafür wurde er sogar bestraft, weil er die Seife für etwas anderes als Waschen verwendet hat.